Mallorca. Die Perle im Mittelmeer ist beliebt wie eh und je. Auch deutsche Stars wie Christine Neubauer fanden hier eine neue Heimat. Es hat verändert, indem dass es mir die Möglichkeit gibt, meine Seele baumeln zu lassen. Unterwegs auf dem ältesten Segelschiff Spaniens mit Eventplaner Frankie Sunshine. Atmosphäre, Emotionen, Sternchen in den Augen und wackelnde Hüften. Geil. Und die malerische Natur Mallorcas wird zurückerobert. Oh, hier parken sogar schon die Autos. Das wird sich alles ändern, wenn hier der Naturpark ist. Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen. Teil 3. Nur 2 Kilometer vom Zentrum entfernt liegt Palmas Stadtstrand. Am Sonntag trifft sich hier alles, was Rang und Namen hat. Klar, dass diese Wahlmallorquinerin da nicht weit ist. Ich bin die Christine Neubauer. Und von mir denkt man ja schon, alles zu kennen. Aber heute zeige ich euch auf Mallorca eine Seite von mir, die man noch nicht so kennt. Auf Mallorca hat die kürzlich erblondete Schauspielerin Christine Neubauer eine neue Heimat gefunden. Wenn es der enge Terminplan zulässt, treibt sie am liebsten Sport. Tanztraining, Stand-up-Paddling, Joggen. Anders als in Deutschland, am liebsten draußen. Wenn es so kalt ist oder wenn es so grau in grau ist, dann hat man ja eher so das Gefühl, sich irgendwo einzumummeln und ja, vielleicht auch auf der Couch zu bleiben. Und hier ist es eben doch, also hier will man raus. Und das ist natürlich dann auch mit Laufen gehen oder was auch immer. Also ich meine, der ganze Wassersport, der sich hier auch anbietet, das liegt natürlich hier alles vor der Haustür. Mit dabei ist Hund Gizmo. Den Kleinen hat die 57-Jährige aus dem Tierheim gerettet. Es scheint, als hätte das Inselleben die Schauspielerin nicht nur äußerlich verändert. Es hat verändert, indem dass es mir die Möglichkeit gibt, meine Seele baumeln zu lassen. Und dass man, das fängt eben schon am Flughafen an, wenn man hier ankommt. Und wenn ich dann die Palmen sehe und vor allen Dingen hier, wenn ich das Meer rieche. Also dieser Geruch von Meer, das ist wirklich, dann wird's schon, wird alles entspannter. Auch immer gut für die Entspannung, shoppen. Jeden Sonntag verwandelt sich der kleine Ort Concel im Herzen der Insel in einen Antikflohmarkt mit Industriescharme. Christines Geheimtipp. Hier gibt es alles. Alte Möbel, Kleidung, nostalgische Sammelstücke. Ein absolutes Paradies für Schatzsucher. Jeden Sonntag komme ich hierher und wenn man nach Dingen sucht, dann kann man die mit Glück hier finden. Aber wenn man nicht sucht, dann findet man alles Mögliche. Immer an ihrer Seite Christines Lebenspartner José Campos. Händler und Sammler kennen sich hier. Nein, also, sieht hallo. Hanna, hätte ich nicht gedacht. Hallo, hallo. Ja. Also, ja, weil ich im Fernsehen hat mir das nicht so gut gefallen. Aber du hast ach so, ja, hallo. Hör mal, ohne Pony. In Natur, ja. Ohne Pony. Schöner, viel schöner. Ja, gefällt super. Ihm auch ja. Besser. Mir auch, ne? Christines neuer Look ist Thema des Tages. Jetzt aber mal ran an den Verhandlungstisch. Oh, ja. Doch, schön. 250 ist da der letzte Preis. Puh, ganz schön teuer. Aber Christine umgibt sich eben gerne mit schönen Dingen. Ich hatte das als Kind, dass ich immer schon gerne auf Flohmärkten gegangen bin, dann auch selbst Skulpturen gebaut habe aus Draht und Ton und allem Möglichen für den Garten und gemalt habe, was jetzt natürlich auch nicht mehr nur Hobby ist, sondern professionell mit Galerist und Ausstellungen geworden ist. Das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man ja immer von Kreativität begleitet ist, weil es die Leidenschaft ist.
Unter all diesen kreativen Köpfen auf dem Flohmarkt fühlt sich die frisch gebackene Künstlerin wohl. In ihrem Atelier auf Mallorca malt Christine nicht nur, sondern restauriert auch alte Möbel. Und schon hat sie wieder eine Rarität entdeckt. Das ist total außergewöhnlich, so ein Küchenstuhl mit Leder überzogen. Und das ist ein wirklich sehr schönes altes Leder, wenn man das eben säubert und mit Creme aufbereitet. Der steht sicher dann irgendwo prominent. Prominent sind auch die Verhandlungskünste von José. Die Taktik ist ganz einfach. Ich gucke die Sachen aus normalerweise. Und dann geht er zuerst alleine hin und verhandelt. Natürlich muttersprachlich Spanisch. Und hinterher komme ich. Ein Stand muss bei jedem Bummel angesteuert werden. Der fliegende Holländer. Ich bin schon 18 Jahre hier. Ich bin ja Holländer. Und was ich hier manchmal auf dem Markt sehe, was da verkauft wird für kleines Geld, ist unvorstellbar. Also mein Haus kann ich hier vom Markt einrichten. Und genau das macht das Paar. Sie kaufen alte Stücke, restaurieren sie und verschönern mit ihnen ihr Haus. Die heutige Beute wird noch schnell nach Hause gebracht, bevor wir sie in Palma wieder treffen. Mallorca bietet abwechslungsreiche Landschaften. Im Westen der Insel thront die Serra de Tramuntana. Das Gebirge bietet kurvenreiche Straßen mit atemberaubenden Aussichten. Perfekt für Ausflüge mit dem Motorrad. Hallo, ich bin der Markus und ich mache Mallorca zu Ihrem Zuhause. Markus Riedlich ist Luxusimmobilienmakler. Volker, wir haben heute noch eine Aufnahme in Cap de Pera. Würdest du bitte freundlicherweise die Kamera mitnehmen, die Drohne mitnehmen, Aufnahmebogen? Ja. Und dann werden wir das heute aufnehmen in Cap de Pera. Wunderschöne Finca. Machen wir. Danke. Okay, super. Fernab des Touristentrubels, unweit der malerischen Stadt Arta, wartet eine Finca auf Kaufinteressenten. Doch erstmal muss das abgelegene Idyll gefunden werden. Das ist aber schon ziemlich. Und da vorne geht's dann irgendwann mal rechts ab. Klingt das schön, aber ist schon weit weg, ne? Die nächste rechts? Das scheint hier zu sein, ja. Da ist ein Weg. Volker? Ja, wir sind jetzt hier. Rechts angekommen. Du hast das Ziel erreicht. Dann sind wir schon da. Das ist die Finca. Gelegen auf einem Hügel im Nirgendwo verspricht das Anwesen viel Privatsphäre. Aber schön ruhig hier, ne? Sehr ruhig. Ja. Wenn die Bauarbeiten nicht wären, wäre es ganz ruhig. Ja. Ist hier immer noch kräftig am Bauen, wie wir sehen hier. Ja. Ist noch nichts fertig. Hallo. Wir suchen Giuseppe. Da bin ich. Du bist der Bauleiter? Ich bin der Bauleiter und der Inhaber der Firma. Du, ich habe gehofft, wir sind ist ein bisschen mehr fertig. Also ist noch ein bisschen. Also wir haben außen noch 3 Wochen noch zu tun. Okay. Und im Innenbereich müssen wir übermorgen fertig sein, weil da die Putzfrau kommt. Okay, super. Ja. So ist schon schön, ne? Wie groß ist denn das Grundstück? Circa 35.000. 45.000 ungefähr. Der Volker schreibt nämlich alles auf. Ah, okay. Wir gucken uns das jetzt mal alles an. Ich bin der Volker. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hallo. Giuseppe. Und dann machen wir einen neuen Termin für Fotos, weil das macht heute keinen Sinn. Ja. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt. Bitte zeig uns mal das. Schauen wir uns mal an, ja. Trotz der Bauarbeiten gibt es schon einiges zu sehen. Hola. Buenas. Hola. Buenas dias. Buenas dias. Buenas dias. Ja, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mejor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tres ya, ¿no? Ja, das zieht sich dann schon hin, ne? Die letzte Phase ist dann so wie so ein Kaugummi, der dann so nicht klar. Hohe Decken, alles weiß. Und alles auf einer Ebene? Alles auf einer. Also im Bungalow steht das, ne? Ja. Hier wird das Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und Wohnzimmerbereich. Morgen wird auch die Küche montiert. Können ja ein bisschen helfen mit der Runde. Ja.
Das Highlight der Villa soll der riesige Pool werden. Das, was ich schön finde, ist, dass du so aufs Meer schaust und rechts hast du den, den Berg. Der ist einfach. Es gibt eine gewisse Wohlgefühl, sag ich mal. Die Atmosphäre ist wirklich sehr schön. Der Pool ist richtig schön groß. Der ist ziemlich groß, ja. Der ist über 25 Meter. Ah ja, das ist schön. Der Immobilienmarkt auf Mallorca boomt. Ob Luxusvilla oder Stadtwohnung, die Auswahl ist groß. Ja, wir mussten ja, weil das Grundstück ziemlich schräge war. Also wir haben einen Unterschied von fast 3 Meter gehabt, von dem Punkt bis hierher. Und wir mussten den ganzen Körper aufbauen, damit wir auf dieser Ebene haben. Klar. Ja, hat man einen besseren Mehrblick von hier oben. Mehrblick von hier oben. Im Baustellenzustand kann der Makler keine Katalogfotos schießen. Doch er konnte sich einen ersten Eindruck verschaffen. Und einen Preis gibt es auch schon. 4,2 Millionen wurde uns gesagt. Exakt, 4,2 Millionen. Vom Besitzer. Aber da würde ich mich noch mal mit dem Besitzer absichern bzw. den noch mal kontaktieren. Und wir müssen so oder so noch mal einen Termin machen, um Fotos zu machen. Ah, okay. Okay, aber die Außenanlage, der Pool brauchen wir noch ca. 3 Wochen. Und dann kann ich mir das gut vorstellen. Wer die Natur liebt und so ein Plateau haben will mit Meerblick, der ist sicherlich hier auch gut aufgehoben. Aber ich hätte es gern richtig aufgenommen, wenn es fertig wäre. Das wäre natürlich auch noch mal richtig gut gewesen. Aber ich fahre auch gerne hier noch mal ein zweites Mal her und mache schöne Fotos und nehme es noch mal auf. Ein paar Wochen später. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Finca präsentiert ihre Schönheit in vollem Glanz. Eine weitere Luxusimmobilie auf Mallorca wartet auf ihren Käufer. Im Hafen von Palma liegen von großen Yachten bis zum kleinen Fischerboot alle möglichen Schiffe und auch ein ganz besonderes. Hallo, hier ist wieder euer Frankie Sunshine aus Palma. Palma habe ich euch letztens gezeigt. Heute wird spannend, heute wird's aufregend, heute kleine Explosionen auf dem Meer. Der Eventmanager lebt seit 15 Jahren auf der Insel. Besondere Erlebnisse auf Mallorca sind seine Spezialität. Hola! Hola, Betty! Hola! ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bienvenido, bien. Hi, die Esther ist da. Ich hab abgelegt. Na, da ist sie, jetzt habe ich dich erkannt. Vorher sah sie ein bisschen aus wie Ischgl, ne? Und morgen. Ich gesehen. Ah, jetzt? Morgen. Hi, hallo. Wir haben Musik. Wir haben eine Gast-DJ. Und hier ist der musikalische Hit mit seinem Saxophon Ramon. Der wird uns heute saxophontechnisch begleiten und die Gäste gleich begrüßen an Land. Wenn die Reisegruppe aus Deutschland eintrifft, muss alles perfekt sein. Der Eventkapitän überlässt nichts dem Zufall. Auf der antiken Yacht gar nicht so einfach. Die müssen fixiert werden. Hier muss ein Band dran, ein Tau, irgendwas. Die müssen hier fixiert werden oder hier oben am Griff fixiert werden. Weil wenn wir eine Welle kriegen und das Ding fällt um. Und ich möchte auch nicht, dass der hier so weit rausguckt. Hier drüben ist okay, guck mal, das ist ja wunderbar gelöst. Wobei auch hier, bitte. Wenn wir die festgemacht haben, das ein bisschen kürzer ziehen, damit wir hier einen breiteren Durchgang haben. Frankie Sunshine nutzt die Möglichkeiten der Insel. Das Angebot ist groß und die Vielzahl an Freizeitaktivitäten in einem Urlaub kaum zu schaffen. Eine Tour auf der antiken Rafael Verdera, erbaut im Jahre 1841, ist auf jeden Fall ein besonderes Highlight. Hallo, herzlich willkommen auf der Columbus. Man nennt sie auch Rafael Verdera, das älteste Segelschiff Spaniens, immerhin. Achtet auf eure Sicherheit, achtet auf euch selber, achtet auf euren Nachbarn. Wenn einer über Bord geht, einfach Bescheid geben. Oder? Applaus, Applaus, Applaus. Okay. Die Gruppe aus Deutschland ist spontan für eine Firmenfeier auf die Insel geflogen. Gerade für Kurzentschlossene ist Mallorca perfekt, denn günstige Flüge und Unterkünfte findet man auch spontan. Die Rafael Verdera hat einst in der spanischen Flotte gedient. Liebevoll restauriert, ein echter Blickfang. Ihr Kapitän Michael kennt jede Planke des Segelschiffs Typ Gaffelschoner.
Michael, El Capitan. Der ist schon fast so alt wie das Boot und ist sowas von seriös, selbstsicher und überhaupt nicht in die aufregbare Zone zu bewegen mit nix und gar nichts. Das ist unglaublich. Michael betreibt das Schiff gemeinsam mit seiner Frau Nuria und seinen beiden Töchtern. Ein mallorquinisches Familienunternehmen. Er muss natürlich auch für die Sicherheit Sorge tragen und so. Wir haben hier 30 Leute an Bord. Viele davon sind mediterran nicht erfahren und so. Da muss man einfach ein Auge haben. Vorbei an der Kathedrale von Palma geht es mit selbstgemachten Beats hinaus aufs Meer. Noch sind die Gäste aus Deutschland etwas verhalten. Ein weiteres herzliches Willkommen an Bord der Rafael Videra. Was passiert jetzt? Wir werden jetzt vor Anker gehen, hier in der Bucht vor Cala Mayor. Uns erwartet jetzt gleich Flyboard. Kennt ihr Flyboard? Da kriegt man die Schuhe unter die Füße geschnallt und daneben ist ein Jetski. Der Jetski treibt die Schuhe an. Wäre schön, wenn ihr euch jetzt mal Gedanken macht, denn wir haben dazu noch 4 Jetskis. Neben Beats und Barbecue auf dem Boot gibt es auch Action auf dem Wasser. Sobald die Rafael Videra fest verankert ist, dürfen sich die Gäste auf ein PS-starkes Abenteuer auf dem Wasser freuen. Okay, chicos, soy Frankie Sunshine, hola. Okay, vale. Also, alle die, die jetzt Jetski fahren wollen, alle die, die jetzt Jetski fahren wollen, treffen sich bitte hier. Okay, let's go. Bitteschön. Die ersten Margaritas und die entspannte Atmosphäre lassen die Gruppe langsam auftauen. Der ganze Tag wird auf dem Schiff verbracht. Reichlich Zeit, um richtig Gas zu geben. Wow, was ein geiles Bild, guck mal. Wow, wie Bonanza. Überall strahlende Gesichter. Die Gruppe ist dem Insel-Vibe erlegen. Großartig. Totale Geschwindigkeit, absolut großartig. Hammer. Super. Hammer. Mega viel Spaß. Es könnte noch ein bisschen schneller gehen können, aber Hammer. Also. Einige wollen ganz hoch hinaus. Von der Mastspitze ins Meer sind es 11 Meter. Während der Jetski eher einfach zu bedienen ist, verlangt das Flyboard doch einiges an Geschick. Oho! Badum! Ein Flyboard-Meister hat sich gefunden. Die Stimmung ist ausgelassen und der Organisator Frankie Sunshine zufrieden. Mittelmeerinseln bringen halt viele Aktivitäten mit sich, Automatikamente. Meer, Boote, Wassersportaktivitäten, Freizeit, laue Nächte, lange hell, tolle Insel. Für Frankie ist Mallorca ein Zuhause geworden. Die mediterrane Lebensart, gepaart mit den vielen Menschen, die er hier glücklich machen darf, sind für ihn ein Lebenstraum. Lachende, fröhliche Gesichter, geile DJs, die an Bord, an Deck tanzen. Ich meine, was will man mehr an Atmosphäre, weißt du? Atmosphäre, Emotionen, Sternchen in den Augen und wackelnde Hüften. Geil. Die Party auf dem altehrwürdigen Segelschiff nimmt Fahrt auf. So entspannt feiert es sich auf Mallorca. Es wird wild und geht bunt zur Sache. Zu Gast bei einem eher extravaganten Inselbewohner. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr mich gefunden? Das ist doch hervorragend. Finde ich ganz klasse. Ist ein bisschen spontan, die ganze Sache, aber wir gucken, was wir daraus machen, würde ich sagen. Ihr könnt euch gerne mal ein bisschen umschauen. Dann nehmt ihr mal das Timbre auf und erkennt meine private Problematik, die ich sehr gerne so lebe. Der Künstler lebt mit seiner Familie in der Nähe von Düsseldorf. Doch die Sommer verbringt er am liebsten in seinem Haus auf Mallorca. Buntes Chaos, das doch einer minutiösen Ordnung folgt. Ich habe gleich einen Termin mit Angelika
Und da ist die ganze Familie, soll da mal festgehalten werden, unsterblich gemacht werden. Also unsterblich machen heißt nicht, dass die Leute besonders schön sind, sondern das Bild wird so teuer, dass es nie mehr wegkommt. Dadurch wird man unsterblich. Ich sag das bei Frauen nicht jetzt, ne, was ich da sage. Ne? So. Weil die denken, ja, das liegt daran, dass sie so gut aussehen. Das ist einfach, das lasse ich dann einfach mal stehen. Markus richtet schnell das Setting ein, um sein heutiges Modell, eine Freundin der Familie, auf Leinwand zu bannen. Hallo. Hallo. Darf man einfach so zu euch reinkommen? Ja, natürlich. Angelika. Dann fangen wir heute mit der kleinen Skizze an. Du kriegst aber erstmal ein Gläschen zu trinken. Und nach einem Gläschen Rosé schreitet der Künstler zur Tat. Kannst du mal Probe sitzen, wie das hier so kommt. Gucken wir mal die Höhe an, ob das richtig ist. Ob das richtig ist, ich glaube, das kriegen wir hin, ja. Das kriegen wir hin, ja. So, ich soll ganz entspannt sein, ja? Ja, ganz entspannt, ja. Ja, sicher, du kannst dich sogar bewegen bei mir. Ich bin da etwas unabhängiger. Das sieht doch gut aus. Sollen wir das nicht so lassen jetzt und ich gieße dich ein? Ich mache alles, was du mir sagst. Ja, aber das klingt cool. Sag das nicht so oft hier. Mach die Leute nicht wahnsinnig hier. Ein echter Tollmann ist gefragt. Das Modell wird jetzt unsterblich gemacht. Eine erste Skizze ist schnell angefertigt. Ja, ich denke da gar nicht drüber nach. Ne? Also ich konzentriere mich eigentlich gar nicht darauf, auf die Arbeit, sondern mich nicht zu konzentrieren. Weil das Malen, das mache ich ja sowieso. Das mache ich ja. Und das wird auch viel besser, wenn du dich selber in Ruhe lässt. Wenn du ein nachvollziehbares Thema malst, dann wird es ganz schnell langweilig, weil das für dich selber auch keine Überraschung ist. I'm spinning like the undertow, taking you way, way down. Die farbige Variante machen wir dann in der zweiten Sektion, oder? Würde ich sagen. Ich muss ja erstmal so warm schießen auf dich, so ein bisschen. Ne? Das waren jetzt mal ganz kurz, waren das 15 Minuten, ne? Würde ich mal so sagen. Dafür ist die Anlage ganz okay. Ich bin nicht so eine harte Person, weil die da ist, ist so irgendwie. Oh ja, du hast mich so manisch angeguckt. Das löst sich mit der Farbe. Die Farbe bringt das in eine ganz andere Richtung. Die Insel ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Ruhepol für Leute, die ganz viel gearbeitet haben. Und hören die auf zu arbeiten, dann kriegen die einen Schlaganfall. Und dann geben die das ganze Geld beim Arzt aus hier. Das ist schon erstaunlich, was die hier so machen. Also, und dann machen die eine Rollatorparty in Santa Ponsa im Kreisel, verstehst du? Und sitzen da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und zählen die Millionen und haben keine Ahnung, was sie tun sollen. Weil außer dem, was sie getan haben, wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Das ist das Problem. Und ich bin jetzt jemand, der kommt dazu und zeigt denen so mal ein bisschen was anderes. Uns zeigt Markus seinen Lieblingsort unweit von Santa Ponsa, direkt am Meer. Hier tankt er Kraft für den nächsten Termin des Tages. Noch ein Gläschen mit Freundin Angelika. Dann geht es in die Galerie Nuro, wo sich heute das Who is Who der Insel trifft. Im Jet-Set-Hafenort Puerto Portals präsentiert die Galerie Gemälde von Markus Tollmann und dem Hollywood-Schauspieler Jordi Molla. Als der Künstler eintrifft, herrscht bereits reges Treiben. Bei Häppchen und Champagner wird Kunst genossen und gekauft. Ja, also ich meine, das ist einfach so eine schöne Dinge finden zueinander. Kann man so sagen, ja? Also Leute, die schöne Dinge lieben, die Qualität lieben. Kunst ist Geschmackssache, wie man weiß. Also das Bild ist so teuer, wie der Narr bereit dafür ist zu zahlen. Das ist ja auch so eine Sache, die hier aufkocht auf der Insel und hier auch direkt erscheint. Das heißt, also es kommt direkt aus dem Atelier hier rein. Und die Leute kommen auch direkt frisch dazu. Das hat so etwas Brisantes, weißt du? Also es ist einfach schön. Die großformatigen Werke des Künstlers bieten ästhetische Farbenpracht zu stolzen Preisen.
Der prominente Künstler und der Promi, der gerne Künstler wäre, kommen ins Gespräch. Schauspieler Jordi Molja ist bekannt aus Bad Boys und anderen Blockbustern. Ich wurde von einem guten Freund, der die Galerie repräsentiert, hierher eingeladen, um auszustellen. Ein Freund, mit dem ich schon viel gemacht habe. Außerdem bin ich hier, um diesen Gentleman kennenzulernen. Und jetzt lass uns gehen und etwas trinken. Auch die Inselpresse ist geschlossen angetreten, um das Event zu würdigen. Markus Tollmann genießt den Trubel in seiner zweiten Heimat. Ob ich in New York, in Tokio, in Shanghai oder in Moskau ausstelle oder hier, der Unterschied ist, dass hier eine ganz andere familiäre Situation herrscht. Das heißt, mit anderen Worten, man wird hier auf jeden Fall offener. Auf jeden Fall. Es geht nicht anders. Man kennt sich eben auf der Insel. Der Vibe ist gut, denn schließlich sind ja alle auch irgendwie im Urlaub. Gleich bei Grenzenlos. Die deutsche Schauspielerin Christine Neubauer zeigt uns ihren Mallorca-Geheimtipp. Luxusmakler Markus Reglich hat heute noch eine Verabredung, um einen der schönsten Orte Mallorcas zu erkunden. Wie geht's dir? Hier habe ich schon mal deine Sachen vorbereitet. Oh, super. Kennst du ja alles noch vom letzten Mal. Ah, herrlich. Ja, super. Einfach nochmal durchchecken gleich und dann gehen wir rein. Ich freue mich, du. Lass uns abtauchen. Ja. Markus' Tauchpartner Randolf Krings ist Guide bei Scuba Activa und ein absoluter Profi. So, dann checken wir mal, ob die Ausrüstung okay ist. Sehr gut. Okay, ja. Alles klar, dann los geht's. Ich freu mich. Die Tauchbasis in St. Elm liegt vor dem wohl schönsten Tauchgebiet der Insel. Auf Mallorca kann man wunderbar tauchen. Ich liebe diesen Sport. Wir fahren jetzt gleich rüber nach Dragonera. Mit dem Boot. Und das ist ein Naturschutzgebiet. Das ist einfach wunderschön. Ich erwarte einfach viele Fische und einfach mal eine entspannte Stunde vielleicht tauchen. Sa Dragonera, die Dracheninsel, liegt vor St. Elm. Den Namen verdankt sie ihrer Silhouette, die an einen schlafenden Drachen erinnert. Die Felseninsel gehört zu einem Naturpark. Randolf und Markus kommen oft hierher und wollen uns die schönsten Tauchgründe zeigen. Bei Randolph ist es besser, weil der kann jeden Tag tauchen. Ich habe leider nicht immer die Zeit. Aber wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich es natürlich auch aus. Wenn man Tauchplatz vor der Haustür eigentlich hat. Ne? Die Tauchguides Randolph und Matthias haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein Traum mit dem Meerleben, am Meerleben, im Meerleben. Das ist einfach fantastisch. Und es ist wirklich ein Traumleben, natürlich. Ja. Die nur 288 Hektar große Insel gehört zu den Balearen. 1995 zum Naturpark erklärt, findet sich hier eine einmalige Flora und Fauna. Besucher dürfen nur limitiert auf Erkundungstour gehen. Matthias Günther, Leiter der Tauchbasis, kennt das Gebiet wie kein anderer. Jetzt sind wir hier am Tauchplatz Aquarium. Ihr seht, wenn ihr hier mal runterschaut, hier hat es ein paar große Felsblöcke, die hier überall verstreut liegen. Ja. Da könnt ihr zwischendurch tauchen, da werdet ihr eine Menge kleine Fische sehen. Sehr gut. Ja. Wahrscheinlich ein paar Oktopusse und nehmen wir mal an, wahrscheinlich auch ein paar Barracuda-Schwärme. Okay. Also, wünsche euch viel Spaß. Danke. Okay. Sehr gut. Markus und Randolph sind startklar für ihr Unterwasserabenteuer. Schwerelos am Kopf der Dracheninsel, inmitten riesiger Steinblöcke und Schwärmen von Fischen. Hier hat man also wirklich ein tolles Tauchrevier, was noch im ursprünglichen Zustand ist, wo ein enormer Fischreichtum ist und wo man auch den Rest des Meeres noch intakt ist. Das ist auch der mallorquinischen Regierung zu verdanken, hier, die sehr viele Schutzmaßnahmen wie hier den Park
natural erschaffen haben, wo einfach das Meer so in das Mittelmeer in seiner ursprünglichen Art auch bewahrt wird. Die Bewohner dieser Unterwasserwelt sind hier noch reichlich anzutreffen. Dank der Bemühungen und Unterstützung der Regierung wird es hoffentlich noch lange so bleiben. Das war sehr, sehr schön. Ich würde am liebsten gleich noch mal runter. War es super schön hier. Hier zu tauchen ist ein Traum. Wirklich. Ich glaube, ich gehe morgen gleich wieder. Hast du die Schwärme gesehen? Ja, ah, toll. Ja. Gut gemacht. Das war super, ne? Ja. Eine Stunde in einer anderen Welt. Die Unterwasserwelt von Sa Dragonera. Palma, die Hauptstadt Mallorcas, ist der bewegte Lebensmittelpunkt der Insulaner. Christine Neubauer nennt die mallorquinische Altstadt heute ihr Zuhause. Der lässige Lifestyle und das mediterrane Flair haben es der Schauspielerin schon vor vielen Jahren angetan. Ich habe ja schon öfter auf Mallorca gedreht. Aber ein Film, der hieß Bella und der Feigenbaum, und der spielte in Palma. Und da hatte ich auch von der Produktion so eine Wohnung hier so über den Dächern der Altstadt. Und das war ein Gefühl, das hat mich wirklich wahnsinnig glücklich gemacht, wo ich gesagt habe, wow, also hier würde ich gerne wohnen. Und dann bin ich hier eines Tages so entlang gelaufen und schaue auf dieses Haus und sage, ja, also das wäre mein Traum von Leben. Heute teilt sie dieses Leben zwischen Berlin, Santiago de Chile und Palma de Mallorca auf. Sie liebt den Trubel der Städte, braucht aber auch Ruhe. Und natürlich ihre Liebsten, Gizmo und José. Den Feierabend läuten sie gerne mit einem Glas spanischen Cava ein. Also wir sind hier bei meinem Geheimtipp. Das ist die Bodega Santa Clara. Und hier gehen oft Touristen vorbei, die sich verirrt haben und das dann sehen, aber sich nicht reintrauen, weil das wirklich was ganz Spezielles ist. Der Priester kommt hier von der Kirche Santa Clara, um den Messwein zu kaufen, bis hin zu Menschen, die hier wohnen, die dann immer wieder ihre Weinflaschen sich hier auffüllen lassen von den ganzen Fässern. Man kann auch wirklich sehr guten spanischen Cava hier trinken und hier so eine kleine Rast machen auf den Gassen. Dienstag bis Samstagabend kann man in der Bodega Santa Clara eine ganz andere Seite Palmas entdecken. Christine scheint angekommen zu sein. Zu ihrem neuen Leben gehört der Mann an ihrer Seite. Der chilenische Fotograf José Campos teilt ihre Liebe zu Mallorca. Das Schönste an Mallorca für mich ist, dass es so ruhig ist. Ganz im Gegenteil zu meiner Heimat Chile. Ich liebe es, mit meiner Kamera und meinem Hund Gizmo einfach rauszufahren in die unberührte, wunderschöne Natur. Es ist wirklich eine Insel, die viel mehr Ruhe ausstrahlt, als man erwarten würde. Und auf der anderen Seite bietet sie uns sehr viel Arbeit in der Kunst und der Architektur. Heute ist Christine auf Mallorca und in der ganzen Welt zu Hause, so wie sie es sich immer erträumt hat. Das Altersprojekt ist natürlich, bei uns im Winter in Chile zu sein, weil dort Sommer ist, ist genau andersrum. Und dann im chilenischen Winter hier zu sein, solange meine Eltern leben, werde ich versuchen, so viel wie möglich natürlich auch noch in München zu sein. Genug Orte also, um sich immer wieder neu zu erfinden.
Ganz im Osten der Insel, nur wenige Kilometer vom Meer entfernt, schlummert der kleine Ort Cap de Pera. Er erwacht gerade aus seinem Dornröschenschlaf. Und sie ist live dabei. Ich bin Sophie Mono und mein Mallorca schreibt 1000 verschiedene Geschichten. Als Inselreporterin ist die 30-Jährige immer den heißesten Geschichten auf der Spur und erfährt aus erster Hand, wie Mallorca sich langsam verändert. Im mittelalterlichen Cap de Pera hat vor ein paar Wochen das allererste Hotel im Ort eröffnet. Weg vom Ballermann hin zu Luxus- und Boutique-Hotels. Ein Trend, der auch von der Balearenregierung gefördert wird. Das Ziel? Gäste und Geld in die Ecken der Insel bringen, die bisher nichts abbekommen haben vom großen Tourismuskuchen. Eine Nacht im umgebauten Klosterhotel gibt's ab 160 Euro. Das ist alles Teil von dem ehemaligen Klostergarten. Ja. Sandstein statt Betonklotz. Voraussetzung für einen erfolgreichen Imagewandel ist natürlich, dass sich die neuen Hotels ins Stadtbild einfügen. Würdest du denn sagen, dass sich der Tourismus generell auf Mallorca jetzt auch verändert hat oder gerade in der Veränderung ist? Ja, ich fühle, dass wir haben jetzt einen großen Change, wenn ich das Wandel, so sage. Ganz gewandelt. Ja. Genau. Die Gäste, die suchen vor allem Ruhe. Die möchten ausruhen. Die suchen Qualität. Wie profitiert denn jetzt Cap de Pera davon? Ich sehe ein großes Potenzial. Cap de Pera, das ist natürlich ein mallorquinisches Dorf, aber hier gibt's alles. Und unsere Gäste, die kommen ganz gemütlich, nur zu Fuß vom Hotel in das Stadtzentrum gehen. Da sind Restaurants, da sind ein paar Geschäfte und das ist natürlich alles positiv. Klar, dann wird wieder mehr Geld auch generiert hier im Ort. Ganz genau. Gleich bei Grenzenlos, Sophie Mono zeigt uns die versteckten Ecken Mallorcas und zukunftsweisende Projekte. Zurück auf Mallorca. Bereits im April 2019 hat sich die Regierung der Insel für mehr Naturschutz ausgesprochen. Im Osten gibt es sie noch, die unberührte Natur. Hier ist Reporterin Sophie mit dem Parkleiter Christian Ruiz verabredet. Hola, Sophie. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias. Christian hat große Visionen. Sein Ziel ist es, das bestehende Naturschutzgebiet von 1,7 Hektar erst um das 10, letztendlich aber um das 20-fache zu erweitern. Ein ambitioniertes Unterfangen. Wie Nelson Mandela schon gesagt hat, Dinge sind so lange unmöglich, bis du sie möglich machst. Große Worte. Natürlich kann Christian denen nicht alleine gerecht werden. Seine Ranger sorgen innerhalb des Parks dafür, dass sich alle an die Regeln halten. Und die Mühen werden von ersten Erfolgen gekrönt. Seit 2 Jahren haben wir wieder eine ganz seltene Krötenart, die sich hier fortpflanzt. Ja, das ist ein großer Erfolg. Eine Spezies, die nach 2000 Jahren wieder zurückgekommen ist. Für den Tourismus bedeutet Christians Vision aber auch, dass auf einer Fläche von fast 17.000 Hektar kein weiteres Hotel mehr gebaut werden darf. Dass die Touristen nicht mehr mit dem Auto an die Strände im Naturschutzgebiet fahren dürfen und dass es bald strenge Auflagen für Reit- und Angelausflüge geben wird. ¿Tú crees que también Mallorca puede perder con este cambio? O sea, que así no funciona y perderá turismo y el turismo es la fuente de ingresos más grande. Nein, im Gegenteil. Der Wandel ist ein Gewinn für alle. Und wichtig, wenn man bedenkt, dass es inzwischen so viele alternative Reiseziele gibt, die uns sehr große Konkurrenz machen. Como Tunesia o die Türkei, Kroatien und auch näher dran. Wir aber haben noch etwas zu bieten. Einen sicheren, angenehmen Ort und diese wundervolle, unberührte Landschaft. Wunderschön sind auch die Naturstrände des Parks. Gelegen in kleinen, versteckten Buchten, weit ab der Hotelburgen. Geht es nach den Naturschützern, wird sich hier einiges zum Besseren wandeln.
Oh, hier parken sogar schon die Autos. Das wird sich alles ändern, wenn hier der Naturpark ist. Der Kiosk hat auch auf. Das ist Wahnsinn, weil der ist eigentlich, hat er schon seit einem Jahr keine Lizenz mehr. Eigentlich müsste das Ding komplett zu sein. Trotzdem ist da jetzt voller Betrieb. Das ist natürlich eine ganz schöne Nummer. Im April hat die Regierung der Erweiterung des Naturschutzgebietes offiziell zugestimmt. Eigentlich das Aus für frische Fischplatten und kühle Getränke im Kiosk hier am Naturstrand Cala Torta. Die Urlauber scheint es nicht weiter zu interessieren. Sie genießen die Natur, fernab vom Massentourismus. Reporterin Sophie hört sich mal um, was die Gäste so von der angekündigten Neuerung halten. Darf ich einmal kurz rüberrutschen? Ja, lieben gern. Würden Sie auch zu diesem Strand kommen, wenn Sie hier kein kühles Bier oder kein kühle Getränke bekommen? Man lernt hier unheimlich viele Leute kennen, ja. Schweizer, Österreicher, Deutsche, also einfach toll. Das wäre ohne Kiosk nicht mehr. Und was sagen die Kioskbetreiber dazu? Sophie hakt nach. So lange bleiben wir und haben offen. Ja, es läuft gut. Es bleibt also spannend, wie sich der Naturschutz und Imagewandel der Baleareninsel entwickeln wird. Mallorca. Ob nur für ein paar Tage oder für immer, sie ist und bleibt die Lieblingsinsel der Deutschen.